Hallo Zuschauer, es geht weiter mit dem nächsten Match beim Vorrang und für Payback. Ich bin natürlich wieder rein, ich hab den Robert noch am Start. Moin Freunde! Wir starten das Match, das ist natürlich das Match Neville gegen King Bad, ne? Bad Newberry. Wir müssen dazu noch sagen, wir haben Neville noch nicht freigeschaltet, deswegen haben wir uns einen gedownloaden Neville gegönnt, gönn dir. Ja, man kann den ja bei der Karriere freischalten, wenn du halt bei NXT zum Anfang, wenn du bei NXT bist, alle besiegst, habe ich nicht geschafft. Deswegen habe ich dir noch nicht. Nee, Quatsch. Bei War, du musst ja. War kommen, das haben wir noch nicht hingekriegt. Nee. Du musst bei NXT alle besiegen. Einmal. Oder so. Und dann schaltest du den Dog frei. Ist egal, wir haben ihn jedenfalls nicht, deswegen mussten wir das so machen, haben uns den bei Inhalte runtergeladen, damit wir uns nicht wieder irgendeinen anderen Gegner nehmen müssen. Haben wir das so gemacht, gestern war der PSN down, deswegen konnten wir uns Ascension nicht runterladen. Also gestern. Na doch. Ja. Ja, wir haben heute weitergemacht, haben mit zwei Tagen aufgeteilt. Kann ich jetzt auch sagen, ist ja scheißegal. Und deswegen, gestern war der PSN down, haben einige vielleicht bemerkt. Da konnten wir da nichts runterladen. Deswegen haben wir da ein anderes Match genommen und jetzt ist Neville halt da. Und das sieht auch gut aus, muss ich sagen, hat die Community sehr gut gemacht. Schauen wir mal, wer gewinnt. Dein Tipp hier? Ja, ist auch Diamant gewesen, ne? Dein Tipp? Ich denke mal Neville. Ich hoffe mal auch. Aber ich weiß natürlich nicht, wie die hier die Aktion gemacht haben, ne, von ihm. Sag ich mal, diese Aktion. Ach so. Weil der ist ja erstellt, was? Schau mal, aber... Weiß ich natürlich. Ich hoffe mal Neville. Also in echt denke ich mal, Neville gewinnt, so. Ich hoffe mal. Weil dieser scheiß hochnäsige scheiß King Fotzenberry geht mit Heroes auf den Sack, der Hurensohn. So, ja. Heilige King, sagt er. Geht mit Heroes auf den Sack. Das ging mir damals bei Booker T schon auf dem Brenner an. Ne? Er hatte auch gegen King Jerry King Noah gesagt, er ist der einzig wahre König. Mhm. Aber er ist halt Brite, ne? Ja. Schöne Aktion übrigens von Neville jetzt. Aber wir gingen doch bei Booker T damals schon auf den Sack, Alter, wo er jedes Mal ankam. King. Ah, es gab auch bessere Könige. Bei der WWE, aber er ist halt der Bad King. Er hat das Dings gegönnt, Dolph Ziggler. Oder Neville, aber nennen wir Neville im Finale jetzt. Dolph Ziggler war der dabei? Ja. Der kommt Sheamus rein, glaube ich. Hat das Match kaputt gemacht. Irgendwie war das so. Ich hab's vergessen. Aber jetzt Neville hat er zum Cover. Nee, Dean Ambrose war dabei. Ja, das war auf jeden Fall auch dabei. Stars war dabei. Aber der ist ja für was anderes vorgesehen, wie wir wissen. Der ist was anderes gewesen. Weil wenn der König, der hat alles rasiert. Das Match kommt übrigens auch noch, das wird unser letztes Match rein. Wir haben danach noch zwei Matches. Da kommt übrigens Dolph Ziggler gegen Sheamus, die Rache von I. Oh, wie der Kabel? Vom I. Kiss mal erst Match genommen, gleich, ne? Und danach kommt das Hauptmatch. Aber Neville gegen Dings hat sich auch ein bisschen. Neville und Dolph sind da ein bisschen befreundet. Also aktuell ist ja so ein bisschen Bad News und Sheamus, die beiden Bösen der WWE, die ja sagen, dass Dolph und Tucker weicher sind gegen Neville und Dolph Ziggler. Eigentlich war Daniel Bryan, aber wie ihr schon wisst, Daniel Bryan ist ja raus aus der WWE aufgrund von Verletzung. Wie gesagt, wir wünschen natürlich trotzdem so ein bisschen gute Besserung. Vielleicht hilft es ja, aber auch an die Fans, es ist zwar schade, aber jetzt gibt es halt bald einen neuen Intercontinental Champion, wer SmackDown zur War guckt hat. Vielleicht wird sogar Neville oder vielleicht sogar Dolph Ziggler oder Bad News, weil er wollte eh ein Rematch haben. Dolph Ziggler war doch schon. Ja, der war auch schon. Denkt mal, die werden auch eine Chance geben, oder? Aber wie machen sie das? Das ist auch eine interessante Frage. Sit-Down-Powerbomb. Eine schöne Sit-Down-Powerbomb. Vielleicht gibt es Battle Royale oben links, weil es gibt ja kein Titel, es gibt ja kein Versus. Der Titel ist ja frei. Muss ja irgendwie. Das Match wird schon noch geil. Ja. Wer weiß, vielleicht gibt es sogar ein geheimes Match bei Payback um den Intercontinental, weil aktuell wissen wir noch nichts. Wer weiß das denn schon? Ja, denn. Ja. Denn dafür können wir nichts, weil. Wir können nur das machen. Ja, glaube ich nicht. Ja. Oder bei Elimination Chamber vielleicht sechsmal einfach gewählt. Alle kommen miteinander ran und dann ein schönes. Der sicher kriegt die Gipfel. Kann sein, ja. Wäre sehr schön. Auf jeden Fall gibt es da bestimmt einen Six-Man. Das wird auf jeden Fall ein Kracher, glaube ich. Aber wir müssen mal gucken, wie das Match hier sich gestaltet. Ein bisschen hin und her. Ja, Elimination Chamber ist doch nicht nur Elimination Chamber, sondern noch andere Matches davor. Der Käfig wird doch drunter gelassen. Stimmt, das ist ein Hauptmann. Aber der Hauptmann ist schon aber sechs Mann. Das heißt, noch zwei mehr wie jetzt. Da noch kommt, ja. One! Von Barrett. No. Ich stelle vielleicht zuvor die vier von Hot, also von Payback nochmal, mit Wyback und nochmal anderen. Okay. Weil Kane gefeuert ist. Den heißt jetzt aber, wir haben einen neuen WWE World Champion. Kann ich mir so vorstellen, kann natürlich auch ganz anders und sein. Bad News Barrett macht jetzt wirklich schlechte neue Köln. Komm, Neville, schaffst du? Nein. Wir sind da drei. Ja, Neville, er hat ihn nochmal reingerollt. Ja, so ein bisschen am Match, aber das Match läuft ja. Wir haben ein bisschen noch mit Loose gefüttert, also wie gesagt, wir freuen uns schon. Ja, muss ja auch sein, man kann ja die ganze Zeit über das ja auch ein bisschen. Aber Neville scheint sich jetzt wegzukommen. Machen die ja echt auch nicht, die reden ja auch mal über das. Das stimmt, das finde ich, das machen die Jungs sehr gut.
Ja, aber über den Champion glaube ich wird gut. Ist ab und zu mal so, hast du die ganze Zeit da wieder. Ja, aber was ist denn da? Ab und zu dann mal ein paar Aktionen und dann. Reden ja auch über Matches, die schon mal waren und was da schön war und dann. Saubere Aktion. Also ich muss ja sagen, Neville sein ist. Oh, jetzt kam er. One! Two! Kick up a two. Neville sein, seine Aktionen sind ganz schön cool. Also Highflyer halt, ne? Highflyer, schöne Aktion. So, so, er ist so der Harm, also die Dynamo ist ja auch ein kleiner. Jetzt kommt irgendwas. Oh, es ist irgendwer, kommt jetzt. Die Dynamo ist auch so ein Highflyer. Die Dynamo ist auch so ein kleiner heißer, schöner Tornado. DDT, glaube ich. Oder war man hart und DDT? Mach das Cover, Junge. Jetzt das Cover von Neville. One, two, three. Was für ein schöner Ding von Neville. Neville Long Bottom. Neville besiegt den King. Der King Bat. Wer war denn noch Neville Long Bottom? Harry Potter. So, liebe Zuschauer, wir verabschieden uns von diesem Match mit den Siegern. Neville mit das Match. Wir haben recht gehabt. Schönes Match. Das war natürlich wieder Robert. Ja, Freunde, haut rein. Competitors tore this arena up. Here is your winner, the Superstar. An emotional victory here tonight.